Fast Forward Science hat uns 24 Stunden Zeit gegeben, um hier eine kleine Instagram-Story zum Thema Hero zu erstellen. Das finde ich sogar ziemlich gut, weil beim Schauen von Marvel-Filmen wird sich der ein oder andere Technikinteressierte immer die Frage stellen, ist es denn jetzt möglich, so einen Iron-Man-Anzug zu fliegen? Und genau das ist das Tolle an Technik und dem Erfindergeist, denn so wird so manche Fiktion irgendwann mal wahr, weil sie doch irgendwo möglich ist. Klar ist es besser, dass die Techniken erstmal genutzt werden, um Leuten zu helfen, jetzt im Sinne der Prothesen, aber es zeigt einfach, wie weit die Technik heutzutage schon gehen kann, was so alles möglich ist und was noch so in Zukunft möglich sein wird. Mal ganz davon abgesehen, dass so ein Ironman-Anzug verdammt teuer in der Produktion wäre und eben eine sehr gefährliche Waffe ist, die auf keinen Fall missbraucht werden dürfte. Aber ich hoffe mal, dass diese Story hier dich jetzt ein bisschen zu diesem wäre es möglich Gedankenspiel mit anregen konnte und dir vor allem auch zeigen konnte, was es heutzutage alles schon gibt. So ein Ironman-Anzug ist kein Ding der Unmöglichkeit. Man muss sich nur damit abfinden, dass der wahrscheinlich nicht zu 100% wie im Film umgesetzt werden würde, aber irgendwas in der Richtung wäre schon möglich. Denn Technik ist toll.